irgendwie und dann dynamisch irgendwie was hin und her schalten will, je Die nachdem, in ganze welchem Map Gebiet du gibt's bist. nicht, genau, das haben sie gesagt. Weil das Schade. performance-technisch sich nicht verarbeiten lässt. Lol. Das ist Ja. von der Engine, glaube ich, nicht unterstützt, Also. weil das zu viele Objekte sind. Die Engine, die hat Ihr Objektlimits ja, und sowas. Argument war, Gex, Also. dass sie bei anderen Spielen, die auf derselben Engine basieren, die Erfahrung rausgekriegt haben, dass die Engine einfach dafür nicht gemacht Dann sollen ist. sie eine andere Engine machen, nicht so eine Scheiße. Ja, aber es gibt keine bessere für Survival Games zurzeit. Ach, also, Alter, dann sollen sie halt kein Survival-Spiel machen. So ein Geschwätz, Alter. Bei Wie Ark viele ist die Welt auch. 40 Wie groß ist die Welt Kilometer, von Ark? 40 Quadratkilometer ist die 40.000 neue Map. Meter, ey. 40 Leute, wie viele Quadratkilometer. Exotics habt ihr bekommen? Ja, noch Keine keine. Ahnung. Wir kriegen jetzt, wenn alle oben sind. Jetzt Nein, nil. sind alle Item oben. returned. Jetzt sind alle Items oben. 305. Ja, aber ganz ehrlich, Ark Wie glänzt auch viel? nicht durch. 305? Also, meine 300. Meinung, Ark hat auch nie durch Performance geglänzt. Nee, nee, aber es ist zumindest der Versuch, dass eine große Welt da ist. Hier ist die Welt hier total künstlich klein gehalten. Dadurch. 205. Ja, Jo, 205. 205. Ich denke, dass das noch kommen wird, Wenn aber es die die, wissen, dass wenn im das die Moment das Engine Game nicht nicht. zulässt, dann lässt es sie nicht zu, auch nicht in 10 Jahren. Na, ich denke schon, wenn die Dedicated Server kommen, wirst du eine größere Karte haben. Weil die sagen ja für mindestens 40 Player, wenn sie es rausbringen. Ja, Da kannst du nicht auf so so klein. 2x2 PvP, halbes COD. So, so eine kleine Map. Witzig Spieler. Ich Mit denke einfach mal, vier Höhlen und ein Titanium-Block. Yes! dass sie das jetzt im Moment noch nicht wollen, weil sie wissen, jetzt ist das Game noch nicht stabil genug. Ja, weil sie keine Zeit haben, daran auch noch zu arbeiten, ja. Verstehe ich schon. Und ich denke, dass das halt. Wir hatten ja gestern das Thema, dass viel auch bei Games nicht mehr geändert werden kann und alles. Ich denke, dass viele Games haben auch ein großes Problem mit Termindruck. Die Programmierer kriegen eine Deadline und zu der muss das Game raus sein. Ja, Und wenn die aber sagen, das Game ist noch nicht fertig, ist egal, die Deadline ist gesetzt. ich weiß, aber das kann nicht Sinn der Sache sein, da kommt man nie weiter. Ja, aber Gags, so ist es Dann halt, tut ne? man immer nur zu einem gewissen Punkt programmieren und dann bringt man es raus. Und das nächste Spiel macht man genauso. Dann gibt es nie in Progress, nie wieder. Aber ist es ja, also, man sieht es ja. Man sieht ja die Technik von vor 10 Jahren und die Technik jetzt ist es fast identisch. Von der Aber ich wollte Performance nur her. sagen, das ist dasselbe Thema, was wir gestern Ja, hatten. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da Das ist gibt es ein halt Meeting, traurig. dann sitzt irgendein Boss da, sagt, und wenn die sagen, ja, ist noch nicht ganz fertig, dann fragt er die, ist es spielbar? Und wenn die sagen, theoretisch ja, dann soll er ja hau raus. Den Rest könnt ihr per Bugfixes machen. Der sagt gar nicht Da ist das heraus, große Problem. raus, raus, oder du verlierst deinen Job, verpiss dich sonst. Macht's ein anderer. Schätze ich mal. Die wollen einfach nur wissen, ist es so auslieferbar und spielbar? Und wenn die sagen, ja, es gibt kleine Fehler, ja, dann bugfixt. Ich habe mit dem anderen Char wieder gar keine Module mehr. Ich hatte doch das Modul mit dem Freund. Ding hatte ich zumindest, habe ich wiederbekommen. Jetzt habe ich gar keine Module mehr. Meine habe ich ja verloren, also beim Tod. Und ich hatte noch das Teammodul im. Ja, was ist das? Deine Gegenstände, halt diesen komischen Teil. Jetzt habe ich wieder gar keine mehr. Immer kurz FK. Wir sind mal ehrlich, welche späte Teile sind noch. Ja, gar keins, natürlich nicht. Aber zumindest muss es so fertig werden, wie es halt, dass es überhaupt sinnvoll ist, es rauszubringen. Aber das vergiss es, was ich gesagt habe. GTA, Es gibt Rockstar. viele Spiele, die mit Liebe gemacht werden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Satisfactory denke, darüber hatten wir gestern auch so ein bisschen gequatscht. Das ist einfach ein richtig gutes Game, was richtig gut entwickelt wird. War Factorio eigentlich auch, oder? Factorio war auch so ein Game, glaube ich. Also da habe ich die Entwicklung nicht so verfolgt. Da habe ich dann eher irgendwann zum Ende hin bin ich dort reingerutscht. Aber das war auch so ein Game, was sehr, sehr gut vorangekommen ist. Aber da ist auch vieles Kommunikation, muss man auch sagen. Bei Satisfactory zum Beispiel hast du Community Manager, die wöchentlich einen Livestream machen, wo sie einfach Fragen beantworten, wo sie aufs Reddit eingehen, wo sie auf irgendwelche Forenbeiträge eingehen.
wo sich die Leute angehört fühlen, wenn dieses Spiel das jetzt auch machen würde, weil sie entwickeln ja im Hintergrund. Das ist ja jetzt nicht so, dass nichts passiert. Aber das ist schon geplant, wie wir gestern gesagt haben, das Ganze. Sie können es ja nicht mehr ändern, oder? Weil es schon geplant ist. Auch ja, hier. Aber das ist ja bei dem anderen Game auch so. Bei Satisfactory, Factorio oder so war das ja ähnlich. Mhm. Die sagen aber dann, hey, wir haben da schon Pläne, dies und das wird so und so laufen, bla bla bla. Und ja, dann wird dann aber kommuniziert, was passiert und nicht dieses, was wir jetzt hier haben. Wir warten eigentlich darauf, dass das Spiel gut wird. Wenn die jetzt einen Stream machen würden, wo sie erzählen würden, hey, das und das kommt noch so und so, das und das kommt noch so und so, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, das machen wir noch, das machen wir noch, dann würden die Leute viel, viel ruhiger reagieren, weil das Reddit ist voll von Leuten, die nur, das Game ist scheiße, bla bla bla, ihr müsst das ändern, jenes ändern, jenes ändern. Und ja, weil halt nicht geredet wird. Ich habe mein Modul nach dem Restart wieder. Modul ist wieder da nach dem Restart. Warte gerade, Schreibenszeit ist den großen Einzelnen, die können mit der Idee ja, die können aber bestimmt alle nur einen gewissen Teil ändern. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, aber trotzdem ist das Ganze jetzt schon von Anfang an irgendwie geplant und steht teilweise schon fest. Aber das mit der Map ist krass hier, Limitless. Also brauche ich den Sandbox-Modus nie anzufangen. Und den Offline-Modus, der ist ja dann komplett alleine. Also kannst du im Sandbox-Modus deine Freunde einladen? Schon, oder? Und im Offline-Modus gar nicht, oder wie? Kannst du doch niemand einladen? Dann musst du das alleine spielen, die ganze Welt? Weiß das jemand hier im Discord? Aber wenn du in Sandbox-Modus 2x2 hast und dann Freunde einlädst, ihr stärkt euch da doch auf den Kopf, oder? Ja, sieh da Teil, ja, ich. Da kann keine Ahnung. Kommunikation ist sowieso wild, aber. Die sind doch jetzt irgendwas mit Sam Fischer, haben sie doch jetzt irgendwie rausgelassen und dann gibt's Leaks oder so. Die Großen tun nicht so wirklich mit uns kommunizieren. Das ist denen doch scheißegal. Die machen einfach. Ihr seht ja, geht Rockstar, GTA Define Edition, kaputtes Spiel, kannst du nicht spielen. Battlefield 2042, am Anfang auch so. Voll im Arsch, kannst du nicht spielen. Gefühlt eine Alpha. Cyberpunk, same. Also, die scheißen drauf. Die haben ihre Milliarden, ihre Gewinne, ihre Geld, die Investoren sind glücklich, haben Rekorde, Umsatzrekorde, haben Gewinnrekorde und das war's. Wir kriegen kaputte Spiele, wir sind die Deppen, machen Early Tests. Also machen halt Bugsuche und dann müssen die es fixen. Also, wozu brauchen die kommunizieren? Die wissen genau, wenn sie kommunizieren, wird es noch schlimmer. Also meine Module sind weg, Enzo. Jetzt ist. Ja, also es ist aber modern, dass Spiele, sagen wir jeden Tag jetzt, moderne Spiele rauskommen, die nicht fertig sind. So ist es halt. Darum muss man sich ja gewöhnen, anscheinend. Das ist in Mode. Ich könnte mir nochmal die Module holen, glaube ich. Die kosten nicht so viele. Also ich überlege gerade, halt, soll ich mir nochmal Gewicht und Rucks und Taschenplatz holen oder lieber zweimal Taschenplatz? Oder was würdest du dir holen? Na gut, kommt halt darauf an, was für eine Mission du machst, ne? Na gut, ich habe jetzt gar keine Mission. Wenn du eine Mission wie gerade eben machst, dann lohnt sich halt mehr Platz und mehr Platz, Gewicht. Ja. Ja. Oder mehr Platz am meisten, weil Gewicht ist in 5 Kilo, das macht nicht viel aus. Dann lieber Platz. Na, kannst du mehr mitnehmen. Läufst zwar langsam, aber kannst trotzdem 5 Slots mehr mitnehmen. Kannst auch so generell mal so mehr Fasern, WB, mal so mehr Fasern reintun und so, ne? Mehr Stacks, mehr Weizen. Ich muss mich verabschieden, Leute. Ich muss was tun. Wenn man, ja, mach das. Schönen Dank. Schönen Tag, ja. Ne? Jo. Danke fürs Mitspielen. Jo. Und dann schönen Tag wünsche ich dir. Achso.
Mal schauen, ich glaube, das wird auch nichts Gescheites, hier ein fester Siedler. Ich habe Siedler 1 gespielt, war ultra geil. Damals noch mit Splitscreen und zwei Mäusen, komm 1, komm 2, damals mit meinem Freund. Das war ganz cool. Alles danach habe ich Teil 2 ein bisschen gezockt, aber dann nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Geiles wird, wenn es neu ist, ich weiß nicht genau. Wenn sie es nur schnell, schnell raushauen, egal ob es jetzt kommuniziert oder nicht, irgendwann hauen die es raus und, gut, und dann ist gut. Aber wird dann, glaube ich, nicht so werden, wie wir uns das vorstellen. Aber das kostet ja auch. Das kostet ja auch komische Materie, dieses Inventar-Ding. Spinnst jetzt, oder was? Das ist normal. Das 2-Slot kostet genauso viel wie das 5-Slot. Ja. Lol. Was ich hier alles für Pflanzen finde, holy moly, wilder Teka für meinen Außenposten gab's. Harper Weizen. Ja, hast du angefangen, Ding zu spielen, online oder wie? Schau mal, Limitless war eingesperrt im 2x2er-Feld in Sandbox 60 Stunden. Jetzt ist er raus aus dem Gefängnis. Freikarte. Nein. Jetzt findet er auf einmal jetzt wilder Tee. Amok, jetzt ist er VWC. Zu viel Freiheit, ey. Gleich bei den zu Seestürzen. Viel Input jetzt. Einfach ein neues Spiel. Ja, aber weil, ich wollte gerade WC, aber was Limit dort geschrieben hat wegen Cyberpunk ist ja das beste Beispiel für den Druck, den Entwickler haben. Mhm. Da ist ja auch, das Spiel war in katastrophalem Zustand, als es rauskam. Und dann kam er noch dazu. Ja. Ich verabschiede mich. Jo. Und, jo. Enzo, schlaf gut, bis später. Guten Tag. Guten Tag. Jo, mach mal. Bis später. Dann, schlaf schön. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Und dann ist ja einer der führenden Entwickler auch aus dem Studio gelieft. Und hat dann auf Twitter auch gesagt, dass er gegangen ist, weil er von vornherein gesagt hat, dass Cyberpunk so hätte nie rauskommen dürfen. Wie fast bei allen Games, oder? Oder Studien mittlerweile. Bei jedem Spiel, was irgendwie gut sein sollte, gut werden soll, gehen die halt. Viele, ja. Ja, also aber weil sie halt nicht damit zufrieden sind, weil die Programmierer selbst schämen sich dann dafür. Ja, denke ich mir. Weil am Ende sagen ja die Leute, was haben die da für eine Kacke programmiert, aber die selbst hätten es so nie rausgebracht. Ja. Das ist ja das auch bei Battlefield so gewesen. Battlefield sollte erst ein Battle Royale werden. Dann hieß es ja dann noch nicht noch ein Battle Royale. Dann haben sie es geändert. Dann haben sie es nochmal geändert. Dann hat, also EA halt dann, ne? Dann hatten die dafür das Spiel nur noch 10 Monate Zeit. Aber es wurde so oft geändert, dass es mindestens 2 Jahre gedauert hätte noch. Also, deswegen haben sie jetzt so ein Zwischending rausgebracht. Die wollten ja zuerst das Erfolgssystem von Warzone oder von Fortnite alles so nachmachen. Und dann auf einmal, ja, lieber doch nicht nachmachen, lieber was Neues oder dann das, was wir, und dann das Neues wieder verworfen, dann lieber das, was wir bis jetzt gemacht haben. So viel verändert da und hin und her, dass dann keine Zeit mehr blieb für die Veränderung. Man hat insgesamt, glaube ich, nur 10 Monate, das alles zu machen. Das kannst du ja nicht schaffen. Es gab ja dann nicht offiziell, aber es gab ja dann jemanden, der darunter kommentiert hatte. Und der meinte halt, dass es halt dafür für sowas Gründe gibt, dass halt kurz bevor ein Spiel fertig ist, bereits die Planung fürs nächste Spiel abgeschlossen ist und dass dann quasi der Termindruck einfach da ist, weil die Entwickler schon ins nächste Projekt sollen. Und ja, aber das ist so ein Schmarrn. Lieber, ich weiß schon, ich verstehe das, es geht um Geld, es geht um die Planung, es geht um alles, aber man muss ja eins schon mal richtig fertig machen, bevor das nächste überhaupt da ist. Man muss ja erstmal schauen, wie das jetzige ankommt. Vielleicht alles, was man im jetzigen falsch gemacht hat, darf man im nächsten nicht mehr machen und dann muss man ja wieder umplanen. Wenn man jetzt 2 Spiele plant, ist das jetzige Spiel scheiße. Aber das kannst du auch nicht machen. Da muss ich sagen, das geht halt auch nicht. Die haben halt auch Konkurrenz untereinander, krass, die großen Studios, ne? Das ist noch gar nicht das große Problem dabei. Das ganz, ganz große Problem ist, wie lange Spiele in Entwicklung sind. Du musst mit dem nächsten Teil, wenn du mehrere Teile machst, musst du anfangen, bevor der vorherige Teil draußen ist. Ansonsten warten die Leute 7 Jahre auf so ein Spiel. Ja, natürlich. Diablo halt, hä? Ja, also es 25 ist, Seasons, imagine. Es ist einfach so enorm, wie viel Arbeit gerade in so einen großen Spielen drin steckt. Was auch viele Leute nicht sehen, wo dann immer so kommt, so warum machen die nicht einfach das und das? So,
die Leute wissen nicht, was für Arbeit dahinter steckt. Selbst ich weiß das nicht und ich kenne mich mit der Branche halbwegs aus. So, und ich, aber weil ich kein Spieleentwickler bin, habe ich trotzdem keine Ahnung davon. Und ja, da wird immer ganz leicht gesagt so, warum macht ihr nicht einfach? Wie, du hast noch gar keinen Kakao, gar keinen Kürbis gesehen? Gab es echt in Sandbox keinen Kürbis und Kakao? Ja, denke ich mir, Zero. Und wenn einfach jemand sagt, warum machen sie nicht dies, warum machen sie nicht das? Natürlich erscheint es für einen ganz einfach. Mhm. Und die Umsetzung ist halt komplexer, als man denkt. Ich hatte auf Arbeit. Aber einen Kollegen, wenn dann zwei Spiele hintereinander rauskommen, wo man die gleiche Sachen sagt, wieso machen sie das nicht, denkt man sich halt auch, warum. Das hätten sie ja machen können vom einen zum anderen Spiel. Mhm. Aber wenn sie das zweite schon fertig geplant haben, natürlich haben sie keine Zeit für die Umsetzung oder für die Veränderung. Also die, genau, das ist einfach. Das ist ja das, was ich Blödsinn, auch meinte im Prinzip. Weil im Prinzip, wenn man sich die Studios anguckt, die bringen alle 2 bis 3 Jahre ein großes Spiel raus. Das heißt, während das eine abgeschlossen wird, läuft parallel die Entwicklung fürs nächste schon. Also haben wir jetzt schon FIFA 24 in Entwicklung. Einfach noch mehr Karten. Ja, bei FIFA ist es garantiert nicht so, weil das ist ja nur Copy-Paste. Also, ja. Da setzt sich ein Praktikant hin und ändert kurz die Namen von ein paar neuen Spielern, die reingehören in die neue Saison. Erst mega Infos, dann wurde es ruhig, ziehen, mal verschoben nach Entwicklung, Monaten angewässert. Ich denke mal, er meint Siedler, oder? Nö, Königreiche von Anteria. Ja, aber weil er unten schreibt und jetzt machen sie das schon wieder. Weil bei Siedler hört man ja in letzter Zeit auch nichts mehr, wie, ob da jetzt noch was gemacht wird, wann das nur endlich kommen soll. Es sollte ja eigentlich schon längst da sein und man kriegt nicht mal mehr Infos von denen. Dabei wäre es eigentlich also so an sich für gar kein Problem, zumindest für die Kunden nicht, wenn die halt offen kommunizieren würden, hey, gibt hier Riesenprobleme. Sowas will man nicht kommunizieren. Das dauert Problem. Noch oder wir müssen es abbrechen. Dann wissen die Leute, aber die Leute müssen sich irgendwie verstanden fühlen und du musst mit denen kommunizieren. Man muss aber nur positive Sachen immer kommunizieren. Man kann nicht sagen, es gibt Riesenprobleme. Also man muss es anders formulieren. Es ist überhaupt kein Problem, negative Sachen zu kommunizieren. Doch, du musst ist nur. Problem. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ey, Die Achse geht ja runter. Haben die keinen Plan und, die Achse geht ja runter, wenn du das negativ kommunizierst. Du musst es versuchen, so gut wie möglich zu verpacken, auch wenn du dabei lügst, was sie sowieso tun. Die Aktien gehen aber nicht runter, weil die Leute unzufrieden sind oder irgendwas. Die Aktien gehen runter, weil Leute spekulieren und andere Leute wissen, dass die Leute spekulieren. Mhm. Wenn da keine Aktien hinterstehen, das ist ja bei kleineren Firmen so, dann ist das kein Problem. Weil die Spieler selbst, die sagen sich, ja gut, dann ich habe mich zwar mega drauf aufs Spiel gefreut, aber vielleicht gibt es auch ein, zwei, die dann sauer werden irgendwie. Aber die Masse, wenn du denen offen kommunizierst, hey, wir haben Probleme. Das ist zu großer Image. Wir müssen hier noch ein bisschen was ändern, das verzögert sich alles. Aber wir wollen ein gutes Produkt rausbringen, an dem ihr Spaß habt. Dann das geht freut bei das Siedler die meisten nicht mehr. Leute. Das geht ja, aber bei Siedler nicht mehr, weil sie das so oft jetzt schon verschoben haben. Ja, so allgemein. Du kannst nicht nochmal sagen, das kommt später. Die Leute haben kein Verständnis mehr dafür. Ist es wieder was anderes, aber das ist dann keine klare Kommunikation, weil sie dann wieder nur, oh, wir müssen das jetzt schnell rausbringen, weil wegen irgendwie, und dann wird das ein bisschen verschoben und dann nicht richtig genug und dann ist wieder Zeitdruck, dann gehen Fehler rein, dann wird das nochmal verschoben. Die haben einen ganz anderen Fehler gemacht und okay, das ist das, was Gex gestern gesagt hat. Siedler haben sie viel zu früh promotet und den Hype aufgeschüttet. Die haben Siedler so hart, die sind auf Messen gegangen, haben dort erste Bilder groß gezeigt, haben riesen Stände aufgebaut schon und haben gesagt bla 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 und haben den Hype erzeugt um ein Produkt, was noch nicht mal im Ansatz fertig war. Ja, dieses Hype kannst du vergessen, ist immer ekelhaft. Und das bricht ihnen jetzt das Genick, weil sie haben zigtausende Leute heiß gemacht und haben gesagt, das wird das beste Siedler aller Zeiten. Es geht zurück auf die Qualitäten, die Siedler 2 hatte. Sie können ja nicht sagen, es wird das Schlechteste. Sie müssen nicht so promoten. Es haben gar keine andere Chance. Aber nicht zu früh halt. Wenn es ein gewisses Stadium erreicht hat, keine Ahnung, 50-60%, oder von mir aus auch 20, wenn man weiß, es gibt ein Produkt nicht, wenn es noch nicht da ist oder nur theoretisch da ist oder vielleicht eine Konzeptzeichnung oder so. Aber gerade bei Siedler ist das Problem, Siedler gilt als eine der herausragendsten Strategiespielserien
die es gab. Gerade Siedler 2. Genau, mit war, Anno zusammen halt so, ne? Ist immer so gewesen. Mhm. Und dann die Werbetrommel zu rühren bei so einem Produkt und zu sagen, es kehrt zu den Wurzeln von Siedler 1 und 2 zurück und alles. Diese Argumente, damit haben sie die Leute so heiß gemacht. Das ist damals so durch die Spielepresse auch gegangen, dass ein neues Siedler kommt, was daran anknüpfen soll. Ich verstehe das ja, aber wie können die Leute nur so angefixt sein, nur von solchen Sachen? Sorry, man muss doch realistisch denken, dass das nicht so einfach geht, oder man kann sich doch nicht so leichtgläubig da so reinversetzen, so. Also kann ich so leichtgläubig sein, weißt du? Ja, doch, können die Leute schon. Ja, das merkst du ja selbst an dem Spiel jetzt hier. Wir sind ja auch voll dabei zu sagen, warum ist denn kein Respect dabei gewesen? Ist doch klar, dass es Respect braucht. Also, so, ja, klar. Das sagen wir selbst. Spielen, weißt du das? Es ist ja auch im Endeffekt so, dass klar, du brauchst ein Respect in diesem Scheiß-Game. Das geht nicht anders. Das muss da rein. Ja. Aber es ist halt auch wieder so, dass das Spiel ganz sicher zu früh rausgekommen ist. Ja. Das hätte durchaus noch ein halbes Jahr warten können. Dann wäre es gut gewesen, denke ich. Also vermute ich. Wenn nicht sogar noch länger, wenn sie mit dem Server das noch machen wollen und noch ein paar Missionen reinbringen, dass sie anständig sind, das vielleicht noch ein Jahr Early Access und dann vielleicht rausbringen. Das Problem, was das Spiel jetzt auch haben wird, und das ist das Traurige, das hat jetzt seinen Hype, und da gibt es ja auch bei GameStar, hat da neulich einer im Interview gut über dieses Problem gesprochen. Viele Games, die später nachgepatcht werden und DLCs bekommen, denen ihr Zug ist schon lange abgefahren, wenn die DLCs kommen. Mhm. Weil der Hype ist am Anfang da, danach bricht die Hälfte der Spieler oder noch mehr weg. Ja, klar. Und wenn dann die DLCs kommen und die großen Verbesserungen, dann kommen von denen, die weggebrochen sind, vielleicht 10-20% kommen nochmal wieder, aber der Rest bleibt weg. Die gucken sich die DLCs gar nicht an. Und es wird auch immer ein ganz großer Fehler gemacht, wo du gerade meintest, mit den Missionen. Die müssen nicht 20 Missionen rausbringen, es würden auch 10 oder sogar 5 reichen, wenn alles andere funktioniert. Wenn du respecten kannst, wenn die Talente geil sind, wenn die Talente alle funktionieren, wenn die Items, die du kaufen kannst, alle funktionieren, wenn das Balancing wunderbar funktioniert, wenn die Missionen so designt sind, dass du da wirklich Spaß dran hast, weil dann sagen die Leute, oh, was ein mega geiles Game. Wenn sie haben nichts dran auszusetzen. Genau. Und dann sagen sie, ich will mehr. Und wenn dann ein halbes Jahr später mehr kommt, dann sagen die, ist ey. Auch okay. Wenn einer vom Freundeskreis sagt, ich habe mitbekommen, da ist neuer Content raus, dann springt die ganze Gruppe drauf an und dann ist wieder der nächste Hype. Hier sind wir auch wieder bei dem Punkt der Wirtschaftlichkeit. Die Unternehmen wissen das auch ganz genau, dass viele Spieler in 4 Wochen schon weg sein werden und zu den DLCs nicht mal wiederkommen werden. Was denkst du, warum die jetzt schon probieren, eine Edition zu verkaufen mit den DLCs? Mhm. Die probieren jetzt schon das Geld abzuschöpfen. Mhm. Weil die dann später nicht mehr interessiert, ob die das DLC überhaupt spielen. Die haben schon dafür bezahlt. Das mit dem Reinsteigern ist halt so eine Sache, das verstehe ich ja nicht. Ich kann mich durch nicht an etwas reinsteigern, weißt du? Für Content, der noch gar nicht da ist. Also ich verstehe schon, was du meinst. Ist auch nicht Leichtgläubigkeit, das war das falsche Wort, aber sich so extrem reinsteigern, weißt du? Eine Special Edition kaufen und die quasi mehr supporten, aber mit verfrühten Content und früher Bezahlung halt quasi, finde ich auch nicht gut. Also da dann lieber irgendwie ein Gimmick dazu, weiß ich nicht, hast du noch einen schicken Anzug oder kannst irgendwie irgendeine Laserspitzhacke bauen, die das gleiche kann, aber mit Laser Sachen kaputt macht Skin oder keine halt, Ahnung ja. Was. So. Finde ich auch, also ich zahle gerne, ich habe viele Spiele gehabt, wo ich gesagt habe, ich zahle mehr dafür, einfach nur, weil ich sage, das ist mega geil. Ich bin dir ganz, ehrlich, ich hole mir sonst immer diese, wenn es eine Gold Edition oder sowas gibt, ich hole mir eigentlich immer diese Pakete, weil ich auch gerne Spiele supporte. Bei dem Spiel habe ich mich seit langem das erste Mal wieder dagegen entschieden und das mag jetzt überheblich klingen, aber ich habe mir einfach angeguckt, was ich bekomme, wenn ich diese Vorab-Edition kaufe mit den DLCs. Und da gab es jetzt diesen einen Anzug hier am Anfang, der total useless ist, den man schon sofort kriegt, da diesen Umweltanzug der ersten Kohorten. Ach, den kriegst du, wenn du die Elite Edition... Der gehört zu der Founders Edition, also zu der... Echt? Zu der, der ist die deswegen geil. Hat er ein Schloss dran. Ach so. Und der ist aber kacke. Der ist richtig kacke.
Und ansonsten kriegst du 2 mehr von diesen Minimaps, wo du halt... Wo man von, den, von diesen 2x2 Maps, oder ist es das genau. oder was? Ja, wow. Ja, da kriegst du 2 zusätzliche. Und da habe ich mir einfach gedacht, das dann ist es doch nicht wert. Trotzdem nur 1% von der großen Map hast du dann. Wenn die mir wenigstens ein Unique Spitzhacken-Skin gegeben hätten, oder ein Unique Axt-Skin, oder irgend sowas. Irgendwas, was ein anderer nicht hat. Mhm. Das klingt jetzt blöd, aber irgendeinen Skin oder so, dass auch andere sehen, ey, der hat die Edition gekauft. Ich sehe, guck gerade, aber nee, der. Die Außenposten, die sind nicht alle nur 2x2 groß oder 4x4 oder sowas. Ja, sind vielleicht die aus dem Paket ein bisschen größer oder was? Ja, klar, wenn sich's lohnt, dann gibt man auch mehr, auch sicher. Möchte auch für das Spiel, das was hat sich hier für mich einfach gerne nicht spielen, möchte es auch weiter supporten, das verstehe ich, klar. Weil ich wollte halt für das Geld, dafür, dass ich den Geld gebe für was noch nicht da ist, möchte ich einen kleinen Vorschussbonus haben. Und das machen viele Spiele so. Und den die hier gegeben haben mit diesem sinnlosen Anzug und so, das ist nichts. Das ist... Also gut, mir sind diese Skills halt, jetzt, mir sind ja eigentlich egal, ich brauche die nicht und so. Nur, es fällt halt einfach auf, wenn man das Spiel einloggt nach ein paar Minuten oder nach einem Tag, das fehlen einfach gewisse Sachen, die logisch sind. Das verstehe ich halt nicht. Weiß ich nicht. Da muss man sich einfach als Entwickler oder wenn man in der. Man hat ja auch Early Access gehabt, wenn man sich da hinsetzt und ein bisschen spielt, so eine Stunde oder so einen Tag, also auch als Entwickler oder ein Freund zum Entwickler oder was weiß ich, wird einem das dann normalerweise gesagt oder nicht? Beispiel, wir haben ja schon oft jetzt gesagt mit Respec oder ich weiß nicht, was wir alles für Sachen schon gesagt haben. Also. Es sind einfach so logische Sachen, da verstehe ich das halt nicht. Why? Also das ist bei so vielen Spielen so, aber vielleicht haben wir einfach Gedanken, die sind zu logisch und die kommen nicht drauf, wenn sie in der Materie drin sind. Aber dafür haben sie doch dann Beta-Test oder Early Access und sowas. Weiß nicht, kommen die Sachen nicht an? Oder ist es einfach zu leise, nicht laut genug? Keine Ahnung, das Thema hatten wir gestern schon, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich gestern meinte, wo ich sage, wo du gesagt hast, ist nicht so, wo ich der Meinung bin, ich kann es nur wiederholen, meine Meinung ist es. Ich finde die Entwicklerstudios da zu arrogant der Community gegenüber. Weil viele Sachen, wenn man wirklich sich viel in Foren auf den ihren Facebook-Seiten dann bewegt und umschaut und du liest ja die Kommentare mal durch, das, was wir hier diskutieren, das stand dort in der Beta schon. Es wird einfach ignoriert und es wird nicht wahrgenommen. Es wird trotzdem so umgesetzt, wie sie es im Kopf haben. Wenn es nicht einen regelrechten Shitstorm gibt, dann ändern die nichts. Schade, dass es immer ein Shitstorm sein muss, dass es nicht einfach eine logische Entscheidung oder logische Umentscheidung sind. Na, da haben wir ja wieder diese Probleme mit dem, dass... Es gibt Ausnahmen, muss ich sagen. Es gibt auch viele Hersteller, die auch Facebook-Seiten oder sowas haben, wo du auch siehst, die schreiben dort selber regelmäßig drin und antworten sogar auf die Kommentare. Das gibt es auch. Also es gibt Ausnahmen, wo man wirklich merkt, da wird mit der Community gearbeitet. Kann nur positiv Beispiel Satisfactory nennen. Also wirklich, wie gesagt, wöchentlicher Stream, wo sie auf Reddit-Fragen eingehen, wo sie auf User im Chat eingehen. Das ist ja das andere. Sachen beantwortet werden. Das ist ja das extreme Beispiel, ne? Das extreme Beispiel, wo es gut läuft. Es muss ja aber nicht so sein. Es kann ja auch so Mittelding sein. Also es gibt das leider nicht so Mittelding oft. Es gibt entweder komplette Ignoranz und das, wo du jetzt sagst, das Beispiel der Sektor ist schon heftig, ne? Aber das erwartet man ja auch nicht. Man erwartet immer nur ein bisschen was, eine Kleinigkeit. Wenn es jede Woche Stream gibt, muss man ja nicht. Man kann ja, reicht doch, wenn man einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate irgendwas macht. Ich mein, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Niveau mit wöchentlich, aber wie du schon sagst, einmal im Monat würde locker reichen. Ich drück's mal einfacher aus. Wenn ich ein Entwicklerstudio wäre, gerade Steam bietet sich da an. Ich will jetzt sagen, Ausnahmen gibt es natürlich auch, aber Steam hat das Bewertungssystem mit den Reviews. Und wenn ich ein Spiel veröffentliche oder in die Beta gehe und ich sehe dort schon nach einigen Stunden, viele Kommentare sind Dünnschiss, das gebe ich zu. Aber ich sehe trotzdem, dass die Bewertung ganz klar in den Negativ-Trend geht. Dann nehme ich doch ein paar von meinen Community-Managern oder irgend sowas, und das hat heute jedes Spiel, und sage, Leute,
eure Aufgabe die nächsten 6 Stunden. Analysiert bitte mal die Bewertung. Warum schneiden wir so negativ ab? Was sind die meisten Sachen, die kritisiert werden? Dann probiere ich doch, dem entgegenzuarbeiten. Dann probiere ich doch, eine Analyse durchzuführen. Woran liegt das, dass wir so negative Trends haben? Das tut sich ja so eigentlich sehr, sehr schnell herausstellen, was es ist. Wenn da 10-mal die gleichen Sachen stehen, dann ist ja klar. Ja, aber und da sind wir wieder beim Thema Ignoranz. Es wird gemacht, aber nicht umgesetzt. Ah, schwierig. Also ja, es ist bestimmt sehr viel Ignoranz und sehr viel bereits festgelegte Sachen und Co. dabei. Vieles ist halt auch einfach... ich würde jetzt Icarus mal wieder als Beispiel nehmen mit dem Respec. Alle Leute schreien nach einem Respec. Das ist somit eine der größten Sachen. So. Tun sie wirklich? Ist es so? Machen das? Ja, ist das ja, echt so? Ja, nicht, es wird nicht, sehr viel gefordert. Sind nicht nur wir so eine Art Deppen, die ein bisschen zu querdenken? Also weiß ich ja nicht, vielleicht bin ich einfach ein Idiot, der einfach zu viel denkt oder zu simpel denkt, ich weiß nicht. Also genau. Am Anfang war es Respec und was ich witzig fand, eins noch mit der größten Sachen, die bemängelt wurden, da musste ich aber leider nur drüber lachen, darum habe ich gesagt, man darf nicht alles ernst nehmen. Sehr, sehr viele haben geschrieben, es ist nachts zu dunkel. Ja, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir natürlich auch, Leute, ihr seid einfach dumm. Da kann ich gleich noch ein Satisfactory-Beispiel nennen. Nacht zu ist diesem dunkel. Ist es zu dunkel. Aber ich habe bei Gamma auch, habe ich Gamma auch hell gemacht, dass ich was sehe, muss ich sagen. Ja, weil sie verwöhnt sind durch so eine scheiße VR. Ja, klar. Ja. Nee, pass auf. Gibt bei jedem Spiel fast. In Satisfactory haben die das gleiche Problem gehabt. Die Leute haben alle rumgeschrien, Nacht ist viel zu lang, Nacht ist zu dunkel, bla bla bla. Alle haben rumgenölt und dann, was haben die gemacht? Die haben die Nacht verkürzt, anstatt dem, ich weiß nicht, das war vorher, glaube ich, einen 10:4 oder 10:6 oder 8:6 oder irgend sowas Zyklus. Und den haben sie dann zu einem 10:2 oder irgend sowas umgewandelt. Also die Nacht wirklich, die Nacht war schon deutlich kürzer als der Tag, aber dann haben sie das nochmal verkürzt. Ja. Und ein Add-on später oder ein Patch später oder ein, zwei Patches später haben sie Lichter eingeführt. Oh. Dass du dann Beleuchtungen anbringen konntest in deinen Fabriken und Laternen und sowas alles. Und dann haben sie die auch noch, ich weiß nicht, ob das direkt war oder ob das im zweiten Patch war, dass du die Farben dafür ändern konntest. Also die haben dann auch wirklich, du konntest dann bestimmte Bereiche in anderen Farben erleuchten lassen und sonstiges. Und plötzlich fanden die Leute das mega geil, mit den Lampen rumzuspielen. Und die Lampen sind natürlich nun mal am schönsten, wenn sie auch funktionieren, und zwar nachts. Ja. Und plötzlich ist den Leuten aufgefallen, die Nacht ist ja viel zu kurz. Und genau an dem Punkt muss man halt einfach sagen, Leute sind, oder die Masse der Menschen ist halt einfach, also Menschen in Masse sind dumm. Einzelne Personen sind meistens clever, aber Menschen in Masse sind dumm. Und die Masse, wenn die einfach... Schwarmintelligenz muss normalerweise hoch sein, oder nicht? Eigentlich schon, aber viele, in großer Masse sind Menschen auch oftmals dumm und... Das ist, glaube ich, dieses mit den Dunkelheit. Du als Eigener sagst vielleicht so, ach ja, sehe ich halt ein bisschen wenig. Aber wenn dann schon 5 andere Leute rumschreien mit, ich sehe hier wenig, dann springst du auf, ja, stimmt. Und dann schreien alle, mach das doch einfach mal heller, weil warum sollen wir das denn haben? Und es wird nicht danach geguckt, hey, das, vielleicht kann man das auch anders fixen, indem man Lichter einfügt. Und ja. Das, was Neo auch schreibt, haben wir gestern auch schon gesagt hier. Hier will was anderes. Dann hast du 20 Kommentare. Der eine sagt heller, der andere sagt dunkler, der sagt grün, sagt rot. Da musst du halt dann selber ein bisschen abwägen, was du da machst. Und dann. Deswegen sage ich ja, du brauchst eine richtige Analyse. Wenn du 10 verschiedene Vorschläge hast für ein Thema, wie änderst du das? Was gehst du ein? Das, was 1000 Leute sagen, weil halt einer es gesagt hat und ein Dummel plappern das nach. Und das ist halt irgendwie sinnfrei. Oder. Das, was 10 sagen, wo du dir eigentlich selber denkst, okay, total logisch, aber das kannst du nicht machen, weil es nur 10 wollen und die anderen sind da 1000. Wie wertest du das aus oder wie machst du das? Keine Ahnung. Darum ist es auch immer besser, mit dem Spiel anzufangen, dass es wenig hat, aber das, was es hat, funktioniert. Weil dann können die Leute meistens nur Sachen hinzuspinnen, wo sie sagen, oh, ich würde mir dieses oder jenes wünschen. Aber es ist eher selten, dass dann. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier 10 Missionen weniger drin wären, dann würden die Leute sagen, hey, wie wäre es mal mit so einer Mission, wo mal ein Boss drin ist, wenn es jetzt keine Boss-Missionen geben würde. Aber
sie würden nicht rumheulen, ey, wir brauchen einen Respec. Was wir schon gestern gesagt haben, sind halt eindeutig Missionen nur so alibi-mäßig. Es hat nichts wirklich Hand und Fuß wirklich gescheit. Ich muss sagen, die Mission, die wir gerade gemacht haben, cool. Die war richtig geil. Ja, die war gut. Da bist du hingegangen, hast du gescannt, hast du gebaut. Obwohl eigentlich die Mission an sich, die Ausführung am Schluss halt nicht wirklich viel war. Aber der Weg dahin, Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass das mit dem Miner anders ist, dass da hin und wieder, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert und zwischendurch andauernd Viecher kommen, die angreifen. Das wäre vielleicht noch spannend gewesen, aber an sich war die Mission geil. Wir waren halt mega vorbereitet am Ende, das war halt so unser Problem quasi. Wir hatten ja nachher 3 Häuser da stehen. Ja, was zurzeit auch viel kritisiert wird, und da bin ich auch voll dabei, ist, dass halt zwei Drittel des Texts, die es im Spiel gibt, ausreichen, dass eigentlich T4 komplett überflüssig ist, weil es keine Missionen gibt, wo du das brauchst. Also was Waffen angeht, schreiben sehr viele. Verstehe ich voll, Schusswaffen brauchst du gefühlt eigentlich nie, den krassen Bogen brauchst du auch nie, wozu also bauen. Die medizinischen Tränke, die es gibt, braucht man auch eigentlich nie. Das krasse Buff-Food, was wir jetzt eben gemacht haben, brauchst du eigentlich auch nie. Also, das schreiben auch viele. Die sagen halt einfach, die Mittel, die du brauchst und wo du dich jedes Mal 6 Stunden hochbauen könntest, um da hinzukommen, die sind komplett überflüssig. Bei den Missionen brauchst du die Sachen nicht, ne? Aber bei so einem Unendlich-Modus, was der Offline-Modus oder der Sandbox-Modus, der mal gescheit irgendwann da kommen wird, dann wäre es, glaube ich, okay, weil dann behältst du die Sachen. Aber auch da ist es. Aber es geht ja darum, ob du es brauchst. Du brauchst es auch dort nicht. Tatsächlich. Wozu brauche ich denn die krassen Medizintränke? Es gibt keine Herausforderung im Game. Was? Das meine ich ja. Wenn ein richtiger Sandbox-Modus kommt, sollten sie diese Tiere, sowas wie in Ark, so immer Alpha-Tiere reintun, sie so Bosse sind, und dass die halt dann auch rumpatrouillieren in bestimmten Gebieten und dass du dann so eine Rüstung brauchst, um die zu töten. Mit mehreren Leuten. Ja, oder Purges einfügen. Dass nicht nur Unwetter kommen, sondern dass deine Base ab und zu einfach mal in Timer kommt, wo dann steht, in einer Stunde kommt eine Purge auf deine Base. Ja, aber das ist schon wieder halt an dem Punkt mit den Bossen und Co. Das ist halt schon wieder das Problem. Es sind alles geile Ideen, aber ist halt wieder von der Arbeit her komplett zusätzliche Arbeit. Das Problem mit dem Offline-Modus ist eigentlich kein Problem, denn was die Leute mit dem Offline-Modus ganz doll verwechseln, ist, dass dieses nicht ein eigener Modus ist, also vermute ich jetzt mal, sondern es ist einfach nur ein Gimmick, ey. Du kannst hier mal dein Stuff behalten und du kannst mal bauen. Mehr soll's nicht machen. Und auch da muss man sagen, ist T4 komplett irrelevant, aber das ist jeder Tech-Tree, jede Stufe. Du kannst ja auch nicht einmal T4 bauen, weil du hast die Mats nicht, was wir gelesen haben. Ja gut, sagen wir mal, du hast die Mats. Du endlos spielst, und endlos spielen bedeutet, du bist irgendwann an dem Punkt, dass du alles hast. Und was ist dann? Das heißt, es ist egal, wie viel du machen kannst, du wirst irgendwann alles haben. Darum ist dieser Endlos-Modus, dafür ist komplett irrelevant, wie viel du machen kannst. Und für den anderen Modus muss man ganz ehrlich sagen, wir haben heute unsere Mission gesehen. Wir sind mit 4 Leuten da gewesen und wir haben das einfach hochgezogen aus Fun. Und das ist eigentlich der Punkt, der ganz groß ist. Und das vermittelt das Spiel aber nicht so richtig, weil überleg mal, wie viele Missionen wir schon gemacht haben, bis wir jetzt endlich mal an den Punkt gekommen sind, wo wir aus Fun, weil wir es auch mussten, aber bis T4 gebaut haben. Ja, das aber bis T4 gebaut. Und noch drüber hinaus, weil wir einfach Bock hatten, ne? Einfach drüber hinaus, weil wir noch Bock hatten. Nur die 2 Geräte gebraucht. Und das ist das, der Kontext aus den Kommentaren, was ich meine, ist, dass die Leute schreiben, du brauchst vielleicht mehr ist als ein Drittel brauchst du gar nicht. Vielleicht ist es nur so eine Art Vorbereitung, was noch kommt, was noch geplant ist, was noch nicht wirklich da ist. Wo es, dann später dann halt kommt. Das ist aber gut, dass du das nicht brauchst. Warum ist das gut? Weil du musst ja ewig dahin bauen. Weil, überleg mal, 2 Leute. Person 1 geht in eine Mission, sagt sich, da ist das Ziel, da will ich hin.
und schnappt sich seinen Bogen, baut sich vielleicht noch einen Recurve-Bogen, baut sich normale Pfeile, vielleicht auch noch Knochenpfeile und rennt dahin und macht das Vieh platt. Oder er macht die Viecher auf dem Weg dorthin platt und setzt da seinen Scanner hin. Person 2 sagt sich, oh geil, ich kann techen. Der Bär, der ist mir ein bisschen angsteinflößend, weil ich nicht genau weiß, wie ich den Tod kriege. Ich teche ein bisschen hoch, hab noch vielleicht eine Rüstung, hab vielleicht noch einen besseren Bogen, hab vielleicht sogar den allerhöchsten Bogen, je nachdem. Ja, der eigene Schwierigkeitsgrad, den kannst du dann bestimmen, wie das dann spielen ist. Es ist gut, dass du die Möglichkeit hast, beides zu machen. Was schlecht umgesetzt ist, ist, dass die, das habe ich gestern, glaube ich, schon gesagt, die Leute brauchen Missionen. Anweisung, oder? Einen guten Leitfaden. Die Leute müssen angeleitet werden, das zu machen, was sie machen wollen. Hört sich dumm an, ist aber so. Und zwar, dass du angeleitet wirst, hey, du hast hier eine Mission, bau mal bis Tech 2, du brauchst nur dieses eine Item, wie wir jetzt gerade gemacht haben, bis Tech 4, du brauchst nur dieses eine Item. Aber weil du jetzt schon bei Tech 4 bist, kannst du mal in die anderen Wege schauen. Mal gucken. Mal dann kommt noch das Balancing dazu, dass es ein bisschen zu aufwendig ist. Vielleicht einfacher, ja. Lass dich mal kurz. Ich verstehe deine Argumente, aber die passen nicht zu dem Game. Und das ist nämlich der zweite Punkt, was alle kritisieren. Ich verstehe, dass du sagst, du kannst damit deinen eigenen Schwierigkeitsgrad machen. Aber der zweite Punkt, der mit am meisten kritisiert wird, ist, ich muss jede Mission alles neu bauen. Und da ist nämlich der Punkt, wo die Leute dann auch argumentieren, wieso kann ich eine Base aus Aluminium bauen, wo ich 6 Stunden brauche, bis ich dort bin, und dann ist sie einfach wieder weg. Aber muss ich mal kurz einschreiben. Es ist ja bei diesen Strategiespielen auch so. Du baust dich auf, machst die Mission, ist nachher alles weg, baust dich neu auf. Man kann es aus diesem Aspekt auch sehen. Wie bei Command & Conquer, ne? Wie bei Warcraft, wie bei Starcraft. Das ist vielleicht ähnlich so, das Prinzip. Ist ein gutes, du baust dich auf und ist alles weg. Ist tatsächlich immer ein ganz gutes Beispiel. Weil überleg mal, was du dort hast. Warum machst du das in den Spielen? Für die eine Mission. Weil du dich gegen etwas wehren musst. Du hast ja einen Gegner. Ja. Wenn du keinen Gegner hättest, dann würdest du bei deinen Workern bleiben wahrscheinlich und, weiß ich nicht, mit dem ersten Marine zu irgendeinem Punkt laufen und sagen, hey, ich bin an dem Punkt, fertig. Es gibt hier zu wenig Gegner, kann man sagen, was und man will. Ja, das kommt. Das ist das Problem, was ich meinte, mit dem die Leute müssen angeleitet werden, das zu machen, was sie machen wollen. Und zwar, dass die Stürme, sie sollten nicht, also ich finde tatsächlich, die leichten Stürme sind zu stark für Holzgebäude und die starken Stürme, zu schwach beziehungsweise für die stärksten Stürme, die es nicht gibt, sind zu schwach für die starken Gebäude. Ich finde, meiner Meinung nach müsste es so sein, dass Holz, dass du alles, was jetzt Missionen als easy gekennzeichnet sind, du keine Probleme hast. Du musst die immer mal wieder reparieren, aber das sollte irgendwie möglich sein. Du solltest vielleicht noch ein Tech haben, dass das irgendwie automatisch repariert wird oder du, weiß ich nicht, irgendwas, was das vielleicht... Wenn du nicht da bist oder so, klar. Lass mich mal kurz ein, zwei Sätze auf den Chat eingehen, bevor das schon zu lange her ist. War das schon, das 6 Minuten ist schon her, bevor wir weiterreden. Weil Technico schreibt hier, kommt drauf an welche Community ihr bedienen will, weil wir vorhin gesagt haben, entweder die 1000 Stimmen oder die 10 sinnvollen Stimmen. Entweder ich kriege ein Spiel und mache die Masse glücklich und nach 2 Jahren kriegt kein Hahn mehr nach dem Spiel. Da hast du aber dann die Kohle gemacht, ne? Du hast vielleicht für den zweiten Teil, den machst du vielleicht so, wie du es halt eher hättest. Oder du verfängst dich halt in diesem Kreislauf, dass du es immer für die Masse machst. Was vielleicht von den Umsätzen ja von dem Geldtechnischen halt nicht schlecht ist. Weil musst du ja so machen. Du musst ja damit Geld verdienen. Sonst war es das ja. Du musst ja auch dein Gehalt kriegen, musst deine Familie ernähren, alles. Das muss die Masse bedient werden. Es reicht nicht, wenn 10 Leute zahlen. Es müssen Tausende bis Millionen Leute zahlen hier. Ne? Und ich mache ein Spiel, das in die Szene einen Meilenstein setzt, dafür nur von wenigen gefeiert wird. Überlebst du heutzutage nicht mehr. Es geht oft um die Existenz. Also du musst es ja machen für die breite Masse. Außer wenn du so ein gutes Spiel hast, wo dann die nicht breite Masse halt auch groß genug ist, um dich immer noch zu finanzieren und weiterzubringen. Hier, was auch Neo schreibt hier, also Entwickler ist nicht so einfach. Die Spieler nehmen 5 andere Spieler und wollen diesen ein Spiel integriert haben. Wie soll man das umsetzen, wenn der Spieler eine grundsätzlich andere Philosophie hat? Dazu kommen dann durch die ständige Hardwareänderung, kommt die Anpassung, Umsetzung sind, Bugfixing ist ja auch nicht so einfach und kritisieren ist leicht. Da kommen wir noch dazu, immer meckern ist leicht, aber das Spiel, was einem gibt, sehen einfach viele nicht. Was das Spiel einem gibt, das im Grund, also generell geben das andere Spiele einem ja auch.
So, Valheim zum Beispiel, Ark, Seven Days, Forest und keine Ahnung, bieten das gleiche Grundprinzip mit sogar noch mehr. Hier hast du das mit dem Raumschiff, mit diesem Landen und dem der Werkstatt, sowas. Das geben, also das Grundspiel geben andere Spiele dir auch. Deswegen, ich glaube, man meckert ja, weil man eigentlich das Spiel mag und man, das gefällt einem, die Idee, aber die Umsetzung ist komisch, das gefällt einem nicht so. Natürlich ist das Meckern easy einfach, auch natürlich auch mit der Hardware und das Ganze anzupassen, aber es hat niemals in den letzten 10 Jahren irgendein Survival-Spiel geschafft, dass das nicht ruckelfrei ist oder die Server stabil laufen oder stabil sind mit mehreren Spielern drauf. Es muss sich halt irgendwie was ändern. Da muss man ja irgendwie meckern. Man kann nicht einfach sagen, es ist nicht gut. Und ohne Meckern kommt ja, wird ja nichts weiter. Selbst mit Meckern oder mit irgendwelchen Feedbacks oder so, geht's ja nicht voran. Weil es dann immer, weiß nicht, wird einfach nicht gemacht, nicht gehört oder nicht verändert. Das ist jetzt schwierig. Ich denke mal, was hier noch erschwerend dazukommt, ist, dass vielleicht manchmal die Waffen gerechtfertigt sind. Und zwar, und das klingt jetzt krass, aber wir haben es selber erlebt, dass so ist, wenn die Tiere korrekt spawnen, dann brauchst du die Waffen unterwegs auch mal. Ja. Vielleicht nicht die krassesten, aber du hast halt zu oft Missionen dabei, wo teilweise einfach gar kein Tier spawnen ist. Oh, wo du dir sagst, ja, wozu habe ich jetzt den Bogen gebaut? Ich laufe ja komplett durch, ohne einen Pfeil abzuschießen. Wo das wir da die Mission beim Schneegebiet hatten, waren ja ganz viele Tiere. Und dann auf einmal gar keine mehr. Und jetzt in der nächsten, obwohl es das gleiche Gebiet war. Da war es doch super. Aber auch da, das Problem ist, glaube ich, so ein kleines Balancing-Problem. Weil zum Beispiel, wenn du den Recurve-Bogen mit Knochenfallen hast, dann kriegst du, glaube ich, fast jeden Wolf mit einem Headshot gewone-shottet. Ja, die Knochenfeile sind heftig, wie stark die sind. Es gibt also keine Staffelung. Du brauchst eben gar keinen Headshot mehr. Du kannst den Arsch schießen und immer tot. Kommt ein bisschen drauf an, aber ja. Es gibt aber kaum, also die haben ja Level, aber irgendwie entweder skalieren die noch nicht richtig oder die skalieren nicht genug. Aber es fehlt so ein bisschen dieses, du hast, weiß ich nicht, vielleicht Level bis Level 30 Wölfe, die mit diesem Reef-Curve-Bogen und Knochenfeilen One-Shot sind. Alles darüber ist vielleicht Two-Shot. Und ab 60 ist der nächste Bogen mit den nächsten größeren Pfeilen schon nicht mehr One-Shot, sondern dann Two-Shot und der Recurve-Bogen ist vielleicht sogar schon Three-Shot. Dadurch hast du dieses, also zumindest kommt mir das so vor, dieses Ding nicht, dass du besser wirst, desto mehr du hast, sondern du hast immer diese eine Stufe, ich habe jetzt den Recurve-Bogen mit Knochenfallen und ab dem Punkt bin ich quasi so stark, wie ich sein kann. Egal wie gut jetzt noch die Pfeile werden. Klar, bei Bären ist das nachher im Endeffekt ein Schuss oder zwei oder drei Schüsse weniger, aber du musst sowieso länger mit denen kämpfen. Und das ist auch das, was ich meinte mit den Wänden. Ich habe das Gefühl, Holzhäuser sind immer, egal in welcher Situation, gehen sie kaputt und du musst sie reparieren. Und ab Stein geht nie etwas kaputt und du musst nie etwas reparieren. Und mir fehlt dieses, ich habe Holzhäuser für folgende Situation in folgenden Gebieten und ich habe Steinhäuser für folgende Situation in jenen Gebieten. Oder zum Beispiel das Strohhaus, was in der Wüste vielleicht super gut wäre, weil es die Hitze nicht so speichert. Oder das Betonhaus, was dann die Hitze sehr stark draußen hält. Ja. Wie meinst du, Neo, ist nicht so? Weil das haben wir doch gesehen. Wenn du ein Holzhaus baust, ist bei jedem kleinen Sturm ist komplett weg. Und wir haben Stein gebaut, dass es nie irgendwas passiert. Steine stabil gehalten bei jedem stärksten Sturm. Oder da kann der Pilz einschlagen, alles, da passiert nichts. Das ist egal gewesen. Wir haben jetzt 7 Stunden da. Die Statik, ja. Die Statik ist komplett irrelevant. Also klar, du musst Stützen bauen, du musst gucken, dass du das aber stabil genug das baust. Material aber das ist halt, Statik. Du baust eine Säule mehr rein. Das ist jetzt nicht, dass du einen Spielmechanik dahinter hast, großartig. Uns geht es ja um das Material, nicht um die Statik im Endeffekt. Wenn du die Statik und du dumm baust, dass das Umfeld, dann ist ja klar. Aber es geht ums Material, das beim kleinsten Sturm das. Ja, wenn das Tiere dran knabbern, dann geht alles irgendwann kaputt, das stimmt. Na klar, aber sicher. Das ist halt. Ich meine, es wäre cool, wenn sie das noch in so ein kleines Defense-Game umbauen würden.
Also ich persönlich finde das cool. Ich glaube, fürs Game wäre es gar nicht so gut, aber für mich, So ich persönlich wie fände bei es cool. Zombies, so wie so 7 Days to Die, die Zombies angreifen, die Tiere angreifen, ne? Fortnite war ursprünglich mal so angeplant. Dieses Game erinnert mich extrem an Fortnite. Weil von der Bauart und Weise ist Fortnite genauso gewesen. Oder ist Fortnite ja sehr ähnlich von den Elementen, sag ich mal. Bauelementen. Und Fortnite hatte ursprünglich ja den Koop-Ansatz. Fortnite war ja gar nicht als PvP-Battle Royale geplant. Oder Ja, zumindest nicht in erster Linie. das war nur so das eine Kaufsystem Special-Idee, ganz, ganz kurz. ist ja mit Missionen und allem. Genau, Aber die da ursprüngliche Idee war grinden, grinden, grinden. Du hast immer wieder Zombie-Kämpfe und du fängst immer wieder neu an. Genauso wie in diesem Spiel. Nur, dass du dort sehr viel stärker auf einen Skill-Tree, Level-Tree und dass du stärker wirst und mehr Waffen freischaltest und stärkere Waffen freischaltest. Aber es war zu grindy. Dieses Game war wirklich tatsächlich viel zu grindy. Wäre das weniger grindy gewesen, hätten sie das vielleicht retten können und das wäre sogar noch ein cooles Koop-Game gewesen. Okay, Der Punkt ist aber aber, dass ich auch nochmal sagen will, wir haten ja das Spiel jetzt gerade nicht, ne? tun wir ja Das will ich nicht, nur ne? Wir nochmal wollen ja, sagen. Wir finden das wir Spiel ja tun, alle gut. wir Nur nicht versuchen halt einfach ausgereift. nur so Beispiele oder Möglichkeiten zu geben, wo es uns noch mehr Spaß machen würde. Und Neo, also verstärkt, wenn du Holz verstärkst, egal mit wie vielen Balken, das geht trotzdem kaputt. Du musst gegen reparieren. Wir haben schon alles Mögliche verstärkt. Du kannst ja Ich habe schon die Häuser gebaut. Pillars. Du kannst dir die Pillars reintun und quer, längs, was weiß ich, sind bescheuert, da 20, 30 Pillars pro Wand machen gefüllt und trotzdem geht's kaputt, wenn ein Sturm kommt. Ich habe Holzhäuser gebaut, die ich komplett mit Rahmen, also mit Holz, diesen Holzsäulen Ja, eingemauert habe. die Ich habe an Pillars da, jeder genau. Kante habe ich diese Säulen gebaut, weil ich gedacht, das war meine ursprüngliche Idee. Wenn ich die Säulen baue, dann verstecke ich das. Wenn ich dann eine Säule an die Kante setze, dann kann von dem Punkt vielleicht kein Wind andringen und die Wand geht nicht kaputt, wenn die komplett ummauert ist. Es hält aber auch schon mehr Dementsprechend. aus, das ist klar. Aber es hält schon mehr aus, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hält das mehr aus? Bis, Ich habe das doch, noch ich, also nie. wir hatten, weißt du noch, diese eine Mission, wo man scannen muss im Schnee, wo du dann da den Scanner aufstellen musst, im Haus, damit er sicher ist. Und da hatten wir einfach nur so ein 4x4-Haus gebaut, ohne nichts, und dann haben wir es verstärkt und das hat dann gehalten. Also dann konnten wir es gegen reparieren. Wenn du es einfach so baust, ohne die Pillars, dann stürzt die Decke sofort ein. Und wenn du es mit Pillars baust, dann bröckelt die langsam, geht es langsam kaputt und dann hast du Zeit, sie zu reparieren. Und halt Aber ohne das diese ist Verstärkung zu. geht es sofort kaputt. Aber trotzdem, es geht kaputt. Also wenn du nichts machst, geht es kaputt. Und beim Holz musst du immer was machen und beim Stein musst du halt nie was machen. Genau, und Blitzableiter gehen nach einem Einschlag kaputt. Das habe ich auch festgestellt. Zack, weg sind sie. Ja, Aber dann das musst du immer wieder ist mir neu bauen. zu wenig, dass das, also dieses, also wie gesagt, ich habe ja jetzt wirklich schon, ich habe jetzt 100 Stunden in dieses Spiel gemacht und ich habe 100 Stunden lang quasi Holzhäuser gebaut. In allen Ja, Gebieten, same. in allen Immer Stürmen und probiert. allen Ja, Lagen. ja. Die gehen immer Und kaputt, egal was ist. ich habe halt, wie gesagt, ich habe das mit Säulen komplett versucht zu mauern. Ich habe das komplett ohne Säulen gebaut. Und der Unterschied ist zu marginal, dass du da. Dass es sich überhaupt lohnt, diese Holzsäulen komplett rumzumauern. Natürlich, du hast aber dann zumindest die Chance, wenn ein starkes Unwetter kommt, dass du dagegen reparieren kannst. Wenn du es halt ganz ohne baust, ist es halt vielleicht, es ist halt schneller kaputt. Also es ist halt so, das ist nur einfach ein doofes Beispiel. Du baust das Haus nur so ohne Verstärkung, da kann der Sturm kannst in einer Minute zerstören, das ist weg. Mit Verstärkung hält es vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur 2, 3 Minuten. Aber es hält einfach länger und du hast einfach mehr Zeit. Und entweder die Zeit zum Gegenreparieren, die Zeit, um weiterzufahren, was Neues zu bauen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen stärker. Und das ist, glaube ich, auch. Es ist natürlich, wenn du siehst, wie stark das Holz ist und die Pillars halt sind schon ultra dickes Holz, das müsste schon ein bisschen mehr halten. Es sollte schon mehr halten, ne? Und dafür sollte Stein auch nicht so stark sein. Aber wenn du siehst, dass Stein eigentlich doch auch stark ist, ich weiß nicht genau. Stein ist Und halt dann habe vielleicht ich's zu stark und Holz ist zu schwach. vielleicht auch noch nicht bemerkt. Denn, wenn das wirklich das den Schaden mindert, dann Tut ist es das ja auf jeden geil. Fall. Ja, also Aber auch schau mal, da muss. du hast einfach hier, sagen wir mal, 2 mal 2 sind 4 Wände, sind 8 Wände und 8 Dächer, ne? 4 unten, 4, 8 Böden, 4 unten, 4 oben. Und dann kommt ein Sturm
Und dann kann es sein, dass innerhalb von ein paar Sekunden einfach das Dach einstürzt. Und wenn es verstärkt ist, ist bei mir schon öfters passiert. Stürzt einfach ein, na klar. Und also dann ich hab kann es sein, mit in den ganzen 100 ja? Stunden habe ich das nie gehabt. Noch nicht ein einziges Mal. Bei mir ist es ein paar Mal eingestürzt. Na klar. Dem zeigt ja die mangelnde Statik ja sogar an, ne? Ja, weil ja, das ist schon bei Gelb und so. Aber bei diesen 2x2 ist es egal eigentlich, da passiert ja nichts. Wie zeigt dir die mangelnde Statik an? Wenn du etwas hinstellst, ist es grün und es ist perfekt. Wenn es gelb ist, dann ist es geschwächt. Dann kann es leichter kaputt gehen. Und wo beim Hinbauen noch siehst, ist die Farbe. Wir haben ja heute Farbe sehr anders. Groß gebaut, ne? Und wo ich die erste Decke eingezogen habe, die habe ich ja erst durchgehend gezogen, bevor ich die zweite Etage gemacht habe. Da hatte ich in der Mitte keine Pillar, wo dann auch die Öfen standen. Und da wird die Decke leicht rissig. Und da siehst du wirklich optisch, dass dort der Decke Stützen fehlen. Da sind genau, ziehen sich dann so leichte. Das sind so Nadeln, das zerreißt so ein bisschen das Ganze. Ja. Ich habe nämlich gerade wirklich stark nachgedacht und mir ist nicht einmal der Fall aufgefallen, dass das nicht grün war, weil ich wusste nicht, dass das unterschiedliche Farben haben kann. Ist dann bei mir auch das allgemein sehr gut. Baut ihr Häuser größer als zweimal, weiß ich nicht, irgendwas? Na, wie also, heute zum Beispiel, das war ja größer als 2x2. Ja, aber baut ihr sonst generell